Hi, ich bin Alex und in diesem Video stelle ich dir Troyes the Dice Game vor. Es ist die Würfelumsetzung des Brettspiels Troyes und das ist jetzt erschienen bei Asmodee bzw. bei Asmodee im Vertrieb. Es ist eigentlich von Pearl Games, wie eben das Troyes Brettspiel. In diesem Video schauen wir uns das Spiel an, ich erkläre dir die Mechanismen und habe am Ende noch ein, zwei Worte dazu. Es ist aber keine Rezension. Mehr nach dem Intro. So, um das Spiel jetzt richtig aufzubauen, müssen wir erstmal bestimmen, wie diese einzelnen Plättchen an dem Rad anliegen. Das Rad ist geteilt in Vormittag und Nachmittag und in 8 Tage. Das heißt, wir spielen 16 Runden lang und für diese Teile, diese Stadtteile quasi, nehmen wir die einfach, mischen sie und flippen sie, um zu entscheiden, wie rum werden sie angelegt. Denn das sollte zufällig passieren, sodass sich das Spiel im Aufbau immer unterscheidet. Wir haben welche, die sind doppelseitig in einer Farbe, damit eine gewisse Normalverteilung quasi gegeben ist. Hier, bei dem ist es egal, bei dem ist es nicht egal, bei dem ist es wiederum, das war gelb, da ist es nicht egal und bei dem ist es egal, das ist gelb-gelb, da passiert also nichts. So, wenn das gegeben ist, kann man fast schon starten. Jetzt muss man noch auf seinem Block den eigenen Namen eintragen und man muss überlegen, wie verteilen wir die Zahlenreihen. Da ist am Anfang empfohlen, man nimmt einfach 1 bis 6. Dann trägt jeder in jede dieser drei Spalten Zeilen 1 bis 6 ein. Man kann aber auch einen Würfel werfen und dann aufsteigend 3, 4, 5, 6 und dann 1, 2. Wie man das macht, ist egal. Wichtig ist, es muss bei allen gleich sein und es sollte einer Logik quasi folgen. Also die sind die zwei Varianten. Wir nehmen der Einfachheit halber einfach 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Jetzt schauen wir uns den Plan mal etwas genauer an, um überhaupt eine Ahnung zu haben, was machen wir da eigentlich. Dazu als kurzes Beispiel, wir werden jetzt in der Partie diese Würfel auf diese Plättchen verteilen und diese Plättchen geben dann an, welche Farbe der Würfel hat und die Zahl gibt an, in welcher entsprechenden Spalte wir agieren können. Also das hier wäre eine 2 rot, das wäre also dieser Bereich hier. Wenn wir uns einen Würfel nehmen und den bezahlen, dürfen wir dann entweder die entsprechende Ressource um die Anzahl der Würfelaugen erhöhen, auch wieder entsprechend der Farbe, Einfluss, Geld oder Wissen. Wir dürfen aber auch die entsprechenden Gebäude bauen. Hier zum Beispiel eine Festung oder das Gebäude darunter, hier dann eine Markthalle, hier eine Kathedrale oder eben die normalen Gebäude darunter. Dann bekommen wir den entsprechenden Bonus, der da drin ist. Also mit einer 2 Rot könnte ich hier die Festung bauen, würde ich einen Gefolgsmann kriegen. Gefolgsmänner schalten weitere Boni frei. Und die Festung hat den Vorteil, sie schützt das Zweierfeld, und zwar in der ganzen Spalte, also jedes Zweierfeld, vor Zerstörungen durch den schwarzen Würfel ab Runde 3. Die Markthalle, da muss ich die aktuelle Situation sondieren. Sie gibt mir nämlich pro Würfel, der auf einem roten Feld in dem Fall liegt, 2 Gefolgsmänner. Und zwar jetzt gerade. Wenn ich jetzt diese, wir haben jetzt keine gelbe 2, ja? Wenn ich jetzt irgendwie das Beispiel hier hätte, würde ich jetzt sofort 2 rote Gefolgsmänner kriegen. Für jeden Würfel, der auf einem roten Feld liegt. Und zwar nicht nur für jeden durchsichtigen Würfel. Das hier wäre dann natürlich für jeden gelben Würfel und für jeden weißen Würfel. Das hier wäre also wesentlich attraktiver. Wenn ich jetzt eine 6 in gelb hätte, würde ich hier 4 weiße Gefolgsmänner kriegen, weil 2 Würfel auf weißen Feldern liegen. Und hier unten, das ist der Punkt, durch den es überhaupt Siegpunkte gibt in dem Spiel. Das ist die Kathedrale. Die Kathedrale gibt uns Siegpunkte entsprechend der Gebäude. Und jetzt kommt da ein wirklich hirnverzwirbelnder Clou dazu. Für die ersten 2 Kathedralen, die ich baue, ist das mal 1. Für die zweiten, für die 3 und 4 mal 2 und für die 5. und 6. Kathedrale mal 3. Gehe ich also voll auf Festungen, sollte ich nicht als erste Kathedrale die Kathedrale bauen, die mir Siegpunkte mit den Festungen gibt. Dann kriege ich 1 Siegpunkt für jede Festung. Ich hätte aber gern 3 Siegpunkte für jede Festung. Dazu muss ich aber 5 Kathedralen bauen oder 6. Muss vorher überlegen, wie verteile ich das. Man hat insgesamt 16 Runden Zeit, das ist durchaus möglich, aber man muss es planen, man muss den Überblick behalten. Und so haben wir hier viele Elemente, wo ich den Überblick behalten muss. Sei es hier mit den Würfeln, sei es mit den Gefolgsleuten, sei es mit den Kombinationen dazwischen und Ganz wichtig und schlimm. Ich werde nicht alle 6 Kathedralen bauen können, denn der schwarze Würfel macht mir ja auch was kaputt. Außer ich schaffe es vorher ordentlich zu schützen. Denn der schwarze Würfel macht erst ab Runde 3 kaputt. Das heißt, ich habe vorher 4 Runden Zeit zu schützen. Das muss man alles abwägen in dem Spiel. Wir haben zusätzlich noch Manipulationsmöglichkeiten. Mit rotem Einfluss können wir Würfelaugen um 1 erhöhen oder senken. Mit Geld kaufen wir uns Würfel, entsprechend hier der Kosten. Und mit Wissen können wir sogar die Würfelfarbe verändern. Ja, der Würfel wird nicht wirklich dann verändert, sondern man macht das für sich, weil alle spielen mit der gleichen Auslage. Es wird also einmal gewürfelt und alle spielen damit. Und um das zu sehen, legen wir doch jetzt einfach mal eine Runde ein. Und noch eine kurze Verbesserung hinterher. Der schwarze Würfel zählt bei den Marktteilen natürlich nicht, weil er ist schwarz. Er nimmt die Farbe des entsprechenden Feldes nicht an. Deswegen ist er nicht durchsichtig. Das heißt, hier würde ich keine 2 roten Gefolgsmänner kriegen mit einer gelben 2, weil es liegt nur die schwarz auf der rot. So, legen wir los mit einer Runde Troyes the Dice Game. Dazu würfel ich jetzt all diese Würfel und sortiere sie in aufsteigender Reihenfolge. 1, 2, 3 und lege sie jetzt hier in die Vormittagsfelder. 1, 2, 3 und 3. Das Feld mit dem schwarzen Würfel ist blockiert, es hat keine Farbe. Jetzt muss ich mir eines der Felder aussuchen und dann eine der Aktionen, die ich damit machen möchte. Ich möchte das rote Feld, zahle dafür einen Einfluss und möchte die Festung bauen. Eigentlich soll man die jetzt umranden. Ich kreise sie ein und dadurch schütze ich jedes Zweierfeld, das ich auf meinem Plan habe. Und zusätzlich bekomme ich einen Gefolgsmann. Das war's auch schon. Im Solospiel suche ich mir eins aus. Fertig. Jetzt der schwarze Würfel sorgt dafür, dass dieses Feld umgedreht wird. Und dann werfe ich die Würfel neu und lege sie diesmal aber eben auf den Nachmittag. Ja, jetzt haben wir 1, 3, 4. Die platziere ich also aufsteigend auf dem Nachmittag. Auch hier ist wieder, dieses Feld ist raus, wobei das Gelb bleibt. Das ist also in dem Fall nicht schlimm. Und jetzt kann ich überlegen, was mache ich. Und mit einer 4 könnte ich jetzt gucken, dass ich die Farbe ändere, um weiter was zu schützen. Was am Anfang gar nicht so doof ist. Deswegen würde ich tatsächlich mit... muss trotzdem noch Geld ausgeben. Ja, aber das passt. Ich würde 2 Wissen und einen Einfluss ausgeben, um von der 3 die Farbe zu ändern. Und mit dem Einfluss kaufe ich die 3. Ich ändere die Farbe auf Rot, baue damit die rote Festung, kriege einen gelben Gefolgsmann und schütze alle Dreierfelder. Warum? Weil ich vor Tag 3, wo dann Felder zerstört werden, Angst habe. Das war's. Der wird gedreht, der ist aber auch auf der Rückseite gelb. Und wir sind bei Tag 2. Weiter geht's. Wir würfeln wieder. 2, 5, 5. Jawohl. 2, 2, 5, 5 meine ich. So, okay. Dann. So, jetzt könnte ich gucken. Mit einer 5, die nutzt mir wenig. Also 5 Gelb nutzt mir gerade wenig, außer ich möchte 5. Also ich möchte Wissen und Wissen bringt mir nichts. 5 Geld könnte ich mir damit nehmen. Das ist sinnlos. Ich würde tatsächlich die Rot 2 nehmen und sie mit einem Einfluss auf eine Rot 1 drehen. Die kostet mich 0 und damit baue ich dann die rote Festung bei der 1. Kriege ich wieder einen roten Gefolgsmann und schütze die 1. Und damit habe ich, bevor Tag 3 überhaupt anbrechen kann, schon mal 1, 2 und 3 geschützt. Das finde ich ganz gut, denn ich möchte nicht, dass mir Felder kaputt gehen. Ich möchte die volle Option. Das Feld wird gedreht, das macht in dem Fall auch nichts aus. Und Tag 2 Nachmittag. So, 1, 3, 4 und 6, das wird interessant. So, jetzt kann ich schauen. 6 würde mich 2 Geld kosten, bringt mir den Multiplikator für die Weißen hier unten. Das wäre etwas, was ich als erstes bauen könnte. Da plane ich gerade nicht, groß Punkte zu machen. Das wäre dann immerhin ein Punkt. Das wäre die Möglichkeit, ist aber gerade vergleichsweise teuer, wird aber immer teuer sein, weil die 6 wird immer bei der 2 liegen. Die 4 in Gelb, damit würde ich aktuell 4 Gefolgsleute kriegen. Das ist nicht das Maximum, aber es ist gut. Und das würde mich 1 Geld kosten. 1 Geld für 4 gelbe Gefolgsleute. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. eine Möglichkeit, die ich nicht außer Acht lassen sollte. Das ist uninteressant. Die gelbe 1 ist aktuell komplett uninteressant, außer für die Gefolgsleute. Ich mache es tatsächlich, ich zahle ein Geld, nehme die 4 für die Gefolgsleute, dann habe ich jetzt bei der 4 auch schon mal was gebaut, falls das schief geht, und kriege für jeden gelben Würfel 2 Gefolgsleute. Das sind 2 Stück, also 4 Gefolgsleute. Und dafür darf ich mir jetzt tatsächlich auch wieder einen Bonus nehmen, entweder das, das oder das. Und ich möchte in dem Fall Geld und gut ist. Jetzt gehen wir in Tag 3 und ab Tag 3 zerstört der schwarze Würfel auf meinem Plan ein Feld. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und wir sehen, es ist ausgerechnet die 4. Die 4, ja, wo ich jetzt schon was gebaut habe und ausgerechnet ein gelbes Feld. Okay, das ist halb so schlimm für mich. An der Stelle habe ich das gedreht, nein, habe ich nicht. Halb so schlimm für mich, weil die gelbe 4 wird jetzt zerstört. Das heißt, das und das ist weg, aber das habe ich ja immerhin schon gebaut. Das schadet mir also an der Stelle gar nicht so sehr. Okay, jetzt wieder die große Überlegung, was mache ich, was nehme ich? Hätte ich jetzt einen Einfluss, würde ich hieraus eine gelbe 3 machen und würde mir 6 Geld nehmen. Habe ich leider nicht. Ich habe auch kein Wissen, um daraus groß was zu machen. Ich habe nur Geld und muss das nehmen, was ich damit habe. Das ist doof. Das ist richtig doof. Ich könnte aber 2 Wissen nehmen. Ja, ich nehme mir damit nicht 2 Wissen. Ich nehme die 2 und baue die Kathedrale. Damit habe ich jetzt die erste hier weg und muss hiermit sofort die 1 eintragen bei der entsprechenden Adligen. Hier gibt mir jedes Gebäude jetzt also einen Siegpunkt. Dann war es das auch schon. Das wird umgedreht und wir sind bei Tag 3 Nachmittag. Eine 5, das gefällt mir nicht. Weil die schwarze 5 fällt jetzt auf das weiße Feld. Und damit ist das komplett zerstört. Damit sind schon mal nur noch 5 Kathedralen möglich. So, wir haben jetzt eine 5 für ein Geld. Könnte ich mir die 5 holen, insofern als ich mir 5 Wissen nehme. Ich könnte aber auch für ein Geld mir die 4 holen. Das geht nicht mehr. 4 Geld. 4 Geld für ein Geld. Das wäre netto 3 Gewinn. Würde ich noch ein... Ja, das mache ich, weil... Jetzt kriege ich 1, 2, 3, 4 Geld, kriege einen Gefolgsmann und mit diesem Gefolgsmann darf ich jetzt eines der Gebäude bauen. Eines der unteren Gebäude zwar, aber ich darf es bauen und dazu nehme ich hier ein rotes, das gibt schließlich Punkte und ich entscheide mich dazu für eines der noch nicht geschützten. Das sind wiederum 2 und damit kriege ich wieder einen Bonus, nehme ich hier einen, um da auch wieder ein bisschen Optionen zu haben. So, dann wird der umgedreht, kommt zurück und wir gehen in Tag 4 und haben damit fast die Hälfte des Spiels um. Wir haben 1, 1, 2, 6. Alles klar, 1, 1, 2, 6. Es wird also die weiße 1 zerstört, die ist geschützt. Das ist sehr gut, da freue ich mich. Und dann schauen wir mal weiter. Gelb 1. Gelb 1 wären im Moment 3 Einfluss. Das ist irgendwie nicht so cool. 2 Rot könnte ich mir 2 Gefolgsmänner... Ja, das mache ich. Ich nehme die 2 Rot. Hier, kriege 2 rote Gefolgsmänner. Bekomme dadurch wieder ein Gebäude. Nehme das hier, bekomme dadurch 2 weitere Gefolgsmänner und bekomme hier den Bonus von 3 Einfluss, dass mir wieder einen Gefolgsmann gibt. Jawohl. Das klingt doch nach einer ganz guten Sache. Und dann geht es weiter in den 4. Tag, den Nachmittag. So, 3, 4, 6, 6. 3, 4. Das tut weh. Das ist die rote 6, wird zerstört. Die ist nicht geschützt. Aber was soll's. Kann man nicht ändern an der Stelle. So, die gelbe 3. Die bringt mir nicht viel. Die 4. Die weiße 4. Die weiße 4 wäre etwas, was sich lohnt zu bauen, um dadurch Punkte zu kriegen und die Kathedrale schon mal zu haben. Das ist diese Adlige, das ist auch eine 1, denn das ist meine zweite Adlige. Und das kostet mich eine Münze. Die sollte ich bezahlen an der Stelle. Okay, damit sind wir Tag 4, den Nachmittag, durch. Wir gehen also in Tag 5. 1, 2, 5 und 5. So, Tag 5, Vormittag. So, Gelb 5 wird zerstört. Das ist tragisch, auch da wieder, schade. Was machen wir jetzt? Rot 2 bringt mir nichts. Rot 1 könnte mir was bringen. Und zwar wieder Gefolgsmänner, um wieder ein Gebäude zu bauen, um wieder... Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich nehme einen Einfluss und ein Geld. Damit drehe ich die Rot auf die 1, lasse sie in Rot, baue damit hier das Gebäude, nehme hier den Bonus mit. Es sind also 4 Gefolgsmänner. 1, 2, 3, 4 und bekomme wieder ein Bonusgebäude. Und weil die ja schließlich einen Punkt geben und weil ich da wieder kurz vorm Bonusgebäude bin, nehme ich den hier und 1, 2 und darf jetzt eine Kathedrale oder ein gelbes Bonusgebäude bauen. Das gelbe Bonusgebäude könnte ich hier, wären 4 weiße Gefolgsmänner. Da bin ich jetzt nicht so scharf drauf, aber ich bin scharf auf eine Kathedrale. Definitiv. Und da nehmen wir mal die Kathedrale Nummer 6. Damit die schon mal weg ist, baue ich diese Kathedrale. Die gibt hier Punkte, in dem Fall dann jetzt mal 2. Und jetzt kann die halt auch nicht mehr zerstört werden. Ja, das ist wichtig. Und damit war es das für den Nachmittag, für den Vormittag. Das wird umgedreht. Hier geht es weiter. Wir sind Tag 5, Nachmittag. 1, 2, 2, 6, 1, 2, 2, 6. Wir haben die rote 2, die ist geschützt, muss ich mir also keine Sorgen machen. Und wir schauen weiter. 6 Gelb. 6 Gelb ist sicherlich interessant. Da könnte ich jetzt für 2 Münzen, könnte ich 6 Münzen kriegen. Das machen wir doch mal. 1, 2 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da gibt es wieder einen Gefolgsmann. Damit wir da schon mal... denn Münzen und Einfluss und alles sind auch am Ende Siegpunkte. Okay, das wird wieder rumgedreht. Und wir sind Tag 6, Vormittag. Ach herrje. Okay. 1, 6, 6, 6. Rot 1 brauche ich keine Angst haben, passiert mir nichts. Der kommt nur wieder raus. Okay. Ja, 6, 6 oder 6. Aber 6 Gelb ist tatsächlich geil, weil das dann 4 Gefolgsleute sind. So, 6 Gelb sollte ich nehmen. Kostet mich ein Geld. Ja, gut, 4 Gefolgsleute in Weiß. Ja, obwohl, ne, ich mach das mal. Und 4 Gefolgsleute in Weiß. 1, 2, 3, 4. Und dafür darf ich mir zum Beispiel schon wieder eine Münze oder einen Einfluss. Eine Münze oder einen Einfluss. Ich nehme einen Einfluss. Nehmen. Okay, das wird umgedreht, die Würfel werden wieder geworfen, 4, 5, 5, 5. So, zerstört wird Gelb 5, Gelb 5 ist schon zerstört, muss ich mir also keine Sorgen machen. Jetzt wäre es natürlich interessant, Gelb 5 auf eine 3 zu setzen, um dann 4 rote Gefolgsmänner zu holen. Das mache ich auch. Das kostet auf eine 2. Das kostet mich also 3 Einfluss. 1, 2, 3. Damit ist das Gelb 2. Und ich hole mir hier die Markthalle und bekomme damit 4 rote Gefolgsmänner. Okay. Wir sind bei Tag 7. Sind wir echt schon bei Tag 7 oder habe ich jetzt wieder einen Fehler gemacht? Beim Weiterdrehen. Okay, keine Ahnung. Das wird gedreht. Wenn da jetzt ein Fehler drin war, dann ist es tatsächlich der geteilten Aufmerksamkeit durch das Video geschuldet. Und es tut mir leid. Bin mir unsicher. 1, 2, 3, 4. 6 Rot ist kaputt. 6 Rot ist schon kaputt. Passiert mir also nichts. Mal schauen. So, jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich baue die Kathedrale Nummer 1. Das wären immerhin 2 Punkte, wären 4 Punkte. Ja, wäre nicht viel, aber könnten noch auf 6, 8 Punkte gehen. Oder ich warte damit halt noch. Kathedrale Nummer 3 wären die gelben Markthallen. Das wäre definitiv auch interessant. Die Markthallen habe ich jetzt schon mehr als... Nee, als Festung habe ich gleich viel. Okay, ist also quasi egal. Dann baue ich die 1, die kostet mich nämlich nichts. Und trage damit hier bei dem Ritter die 2 ein. Alles klar. Die wird geflippt. Wir gehen 7 in den Nachmittag. 1, 3, 4, 5. Weiß 5 ist schon kaputt. Muss ich mir also keine Sorgen machen. Super. Und wir schauen weiter. Wir haben zum Beispiel Rot 4, kann ich die Festung bauen. Und das mache ich auch. Rot 4 baue ich die Festung. Damit kriege ich auch hier den Bonus. Sind also 2 gelbe Männchen, die ich dazu bekomme. Das passt. Und Rot 4 muss ich mir natürlich abstreichen. Kostet 1 Münze. Habe ich die jetzt durchgestrichen? Ja. Okay. Dann flippt die wieder. Und wir gehen tatsächlich schon in die letzte Runde. Also, letzte Hälfte der Runde quasi. 2, 4, 5, 5. 2, 4, 5, 5. Puh. Rot 5 wird zerstört. Das tut weh. Jetzt habe ich die Wahl. Ich kann daraus eine 3 machen, kann die letzte Kathedrale bauen. Das gibt mir dann Bonuspunkte für die Felder. Ja, das sollte ich machen. Also, ich habe nur noch einen Einfluss. Ah, verdammt. Das geht also nicht. Ich kann daraus nur eine 4 machen. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Das heißt, ich brauche Einfluss. Einfluss kriege ich so jetzt aber nicht mehr. Außer ich gebe Wissen aus, um die Farbe zu ändern. Okay, ich kann Wissen ausgeben, um die Farbe zu ändern. Nein, ich habe nicht genug Wissen. Okay, ich gebe ein Geld aus, um mir 5 Wissen zu nehmen. Und damit kriege ich einen weißen Gefolgsmann. Ja, okay. Und der letzte Würfelwurf. 1, 1, 4, 5. 1, 1, 4, 5 und damit geht kaputt. Das ist nicht schlimm. So, was möchte ich also haben? Ich möchte haben Weiß 3 und Weiß 3 kriege ich, indem ich einen Einfluss ausgebe und eine Münze ausgebe und damit diese Kathedrale baue und hier wenigstens eine mal 3 eintragen kann. Ja, das war's. Damit sind wir fertig. Wir werten also aus. Ich bekomme 2 Punkte für jede Festung, sind 8 Punkte. Ich bekomme 1 Punkt für jedes hier, sind also 5 Punkte. Und ich bekomme 2 Punkte je Einfluss, den ich freigeschaltet habe. 1, 2, 3, 4 Punkte. Ich bekomme 3 Punkte je Dings, sind also 9 Punkte. 1 Punkt hier unten sind 0 Punkte und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte für die Münzen, die ich habe. So, für die gebauten Kathedralen gibt es nichts. Hier gibt es tatsächlich auch nichts. Und hier 1, 2, 3, 4 Punkte. Dann gibt es hier nochmal Punkte für die jeweiligen Gefolgsmänner. Das habe ich jetzt fast vergessen. Lasst mich schnell nachschlagen. Die Punkte für die Gefolgsmänner. Unten 30. Für jeden eingekreisten Gefolgsmann in den 3 Gefolgsleitern hat man einen Punkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 15, 19, 24 plus 4 sind 28 plus 5 sind 33. und plus hier 8 plus 5 sind 13, plus 4 sind 17, plus 9 sind 26, plus 7 sind 33, plus 4 sind 37, macht das also 70 Punkte insgesamt. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr das jetzt empfunden habt. Also erstens, ob ich Fehler gemacht habe, aber auch, fandet ihr das spannend? Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein spannendes Roll and Write ist? Es gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten, die man beachten muss. Und man ist diesem kleinen, fiesen, schwarzen Würfel ganz schön ausgeliefert. Es ist nur sehr, sehr schade, dass es dem Namen Troyes quasi in keinster Weise gerecht wird, indem nämlich die Interaktion fehlt. Denn das ist doch das, was Troyes als Spiel so wirklich ausmacht. Und das haben wir jetzt hier im Würfelspiel leider überhaupt nicht. Es übernimmt das Thema, es übernimmt die Optik. Und das war's doch eigentlich schon. Und das finde ich schade an der Stelle. Das soll euch aber nicht davon abhalten, dass euch das Spiel gefällt. Ich bin mir persönlich noch nicht ganz sicher, braucht definitiv noch ein paar Partien. Und ich hoffe, das Video hat dir davon einen Eindruck vermittelt. Wenn du dich mit uns in Verbindung setzen möchtest, mit uns quatschen möchtest, dann komm doch gerne auf unseren Discord-Server. Und wenn dich Rollenspielkram interessiert, dann schau dir mal das RPG-Lama an. Das würde mich sehr freuen. Ich bin Alex und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut!